Was geht und herzlich willkommen zurück zu Palworld. Ja, ja, wir waren stehen geblieben bei einer unfertigen Basis letztes Mal. Ja, wir müssen noch einiges tun. Ich hätte vielleicht mal mein Inventar leer räumen sollen. Was ich allerdings noch nicht getan habe. Ja, gut. Packen wir den Kram mal weg. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Pal, was fliegen kann. Wir müssen die Basis weiter ausbauen, weiter erkunden. Und was ich allerdings jetzt gerade noch mal tue. Oh, da ist übrigens ein Ei. Oh. Packen wir. Yay, T-Pose, Digga. Einfach die T-Pose. Na, okay. Gut. Ich glaube, das Ei, das schnappe ich mir. Ein saftig grünes Ei. Ich kann natürlich noch mal kurz gucken, ob ich vielleicht den Gleiter bauen kann. Das wäre schon mal gar nicht so verkehrt. Einmal den Gleiter, bitte. Gelernt hatten wir ihn schon. Ich weiß allerdings nicht, ob ich schon die Sachen dafür habe. Nachgucken kostet ja nichts. Komm mal her, komm mal her. Ah. Können wir sogar schon bauen, finde ich gut. Es dauert ein bisschen. Ja, ja. So, da ist auch jetzt gleich schon fertig. Zack. Gut, wir haben den auf jeden Fall drauf und dran. So, den packen wir mal mit da unten. Drücke im Sprung X, damit das Dingsbums flatter flatter macht. Ah, da haben wir einen Lambal. Da ist ein Life Monk. Eigentlich, ich habe, na, ein Flugpal wäre nicht schlecht. Ein Flugpal wäre jetzt echt nicht schlecht. Wir müssen halt nur eins finden. Da wäre ein Lambal. Ist auch nicht so das Wahre. Ich glaube, wir gehen tatsächlich mal da unten lang. Iha! Fupp! Ah, der Radius geht ganz schön weit. Oh, da ist ein Live-Monk. Den nehmen wir natürlich auch mit. Und und da ist auch eine Kiste. Ich weiß nicht, ob wir die hier schon aufkriegen können. Gucken, ob wir den gefangen kriegen. Das Hörnchen wäre schon mal nicht verkehrt. So, und den machen wir schon mal platt. Dann haben wir einen Direhaul. Haben wir ein kleines Wölfchen gefangen. Das ist schon mal nicht schlecht. So, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, da ist eine Mine. Wir haben direkt hier drunter eine Mine. Das ist auch nicht schlecht. Ja, Metall. Metall brauchen wir jetzt aber noch gar nicht mitnehmen so groß. So, hierfür brauchen wir einen Stahlschlüssel. Stahlschlüssel haben wir nicht. Sollen wir in die Mine gehen? Kann halt schon ganz geiles Zeug drin sein, ne? Ah, nehmen wir das mit. Nehmen wir den mit. Tag 18 aufgesammelt, okay. Erstmal einen Ball schmeißen. Man kennt's. Da haben wir hier ein paar Höhlenpilze. Oh, hier haben wir einen Händler. Einen zwielichtigen Händler. Sonst noch irgendwas? Was hast du denn im Angebot? Oh.
Das ist nicht schlecht. Den merken wir uns. Also den merken wir uns auf jeden Fall. Das sind recht coole Pals, die er da so raushaut. Aber da wir uns ja noch relativ am Anfang befinden, haben wir noch nicht so die Kohle dafür. Ja, zum Glück sind die Minen nicht ganz so groß. So, schnappen wir uns mal wieder den Bogen. Ja, ein Flugpal wäre natürlich nicht verkehrt. Aber den müssten wir natürlich dann auch erstmal finden. Melpaka, na. Können natürlich. So, Elektrodrüsen zweimal. Sehr gut. Nehmen wir natürlich mit. Ich würde sagen, wir werden erst einmal etwas weiter erkunden gehen. Ja, da haben wir noch so eine andere Basis. Oh, und die Nacht bricht bald ran. Das ist natürlich jetzt wiederum nicht so geil. Ja, da haben wir noch ein paar von den Igeln. Da haben wir noch einen Melpaka. Alles noch nicht so das. Nein, Grenadiere. Auf die kann ich nur echt verzichten. So, wir nehmen trotzdem mal die Bären mit. Wir haben hier vorne auf jeden Fall irgendwo wieder ein Reisepunkt, den wir freischalten können. Den würde ich tatsächlich auch einfach mitnehmen. Ah, jetzt gehen sie auf mich los. Nein, nein. Ah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ach, scheiße. Wir machen halt damit überhaupt keinen Schaden, ne? Okay, die Presse ist einfach mal kampfunfähig. Ah, kriegen wir ihn gefangen? Kriegen wir den gefangen? Der ist ganz niedlich. Da haben wir ihn. Ah. Einfach weg. Schnell weg von hier. Ja, die Palseele nehmen wir mit. Ah, natürlich wird er direkt von hier von dem Ding da unter bewacht hier, ne? So, den machen wir auf jeden Fall frei. So, was haben wir hier? Silberschlüssel haben wir natürlich auch nicht. Na komm, mach ihn platt. Sparket, geht doch. Oh, er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Puh. Dann sind wir auch schon Level 17. Geht flott wie eine Lotte hier. Na, die Sparkids, die schlafen. Das ist in Ordnung, das können die auch ruhig. Ja, genau, den haben wir gerade freigeschaltet. Kämpfen gerade alle gegen den Floppy. Na, bei Nacht erkunden ist schon leider ein bisschen scheiße, man sieht halt nicht so viel. Was ist das für ein Ding? Okay. Machen einfach mal einen Bogen drum.
Jo, Level 22, alles klar. Wir gehen einfach mal schnell weiter. Husch, husch. Ab zu dem Punkt da. Ah, da hätten wir einen Flutter George. Level 14. Ah, ich müsste den gefangen kriegen. Vom Ding her. Digga, sind da viele. Oh, das Nest von denen. Okay. Der haut einfach ab. Die Nacht dauert auch noch dementsprechend lange. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Base zurück. Weil ich glaube, wir können nämlich schon unseren Dingens bauen hier, unseren Schmelzofen. Und dann kann ich auch einmal den Depresso wegpacken. Ach, da sind wir ja schon ein ganz schönes Stück. Warte mal, welches Level hat der Boss? 23? 17? 15? Ja, können wir auch machen. Den können wir natürlich auch platt machen. So, ne, warte, hier rüber war das. Okay, das hat uns noch gefehlt. Die hier Feuerdrüsen. Aber die kriegen wir im Laufe des Tages zusammen. Hochwertige Werkbank. Dafür fehlt Holz.